Mit 6 Knoten Fahrt schiebt sich ein 190 Meter langer Bulker in die enge Hafeneinfahrt von Rostock-Warnemünde. Ohne 2 Schlepper kaum aufzuhalten. Bootsmann René Baudisch hat jetzt 30.000 Tonnen Stahl in der Hand und am Haken. Dann sorgt René für den sogenannten Verschlusszustand. Luken, Schotten, alles muss dicht. Denn Kentergefahr lauert immer beim Schleppen. Und niemand darf jetzt mehr auf dem Achterdeck von Bugsier 16 sein. Lebensgefahr. Alles wird jetzt von der Brücke aus bedient. Die Mannschaft um Kapitän Sigi Kempe macht das nicht zum ersten Mal. Wenn du das Ding nicht beherrschst, kannst du auch sehr viele Fehler machen. Du kannst richtige Schäden machen. Du kannst da ein Loch, eine Beule, was weiß ich, ne? Oder so wie jetzt eben beim Übernehmen oder Übergeben der Leine und dann ausfahren und dann fest, wenn du das nicht gefühlvoll machst, dann kann die Leine brechen. Das heißt, sie reißt. So, dann hast du erstmal ein Problem, ne? Weil er wartet darauf, dass du fest bist. Wenn wir da hingucken, da ist die Wendeplatte und die Welt zu Ende sozusagen. Also bis dahin möchte man schon fest sein, weil er braucht dann die Hilfe. Die Einfahrt in den Rostocker Hafen hat es in sich. Dutzende Tonnen markieren Fahrwasser, Abzweige und Untiefen. Im Rostocker Hafen ist der Tonnenstrich auch gleich Schluss, ne? Das ist nicht so auf der Elbe, da kannst du vielleicht auch mal neben der Tonne fahren. Hier ist der Tonnenstrich das Verderben. Das heißt, hier beginnt gleich Mergel. Und Mergel ist so wie Beton. Ansteuerbord und wenn er schwingt, halten wir ihn auf. Bugsier 16 und Schlepper Axel drehen den 30.000 Tonnen Trumm jetzt auf der sogenannten Wendeplatte. Jetzt hat er den richtigen Winkel. Yes, sir, we can. Wenn du kannst, dann kannst du tun. Dann holst du mir jetzt mal einen ganz kleinen Steuerbord, das Ganze, und dann gehst du los die Seite. Okay, kleinen Steuerbord und dann komme ich rum. Und wenn der Chef lose will, dann gebe ich lose in den Schleppdraht. Ja, du sollst ein bisschen einholen. Wir gehen jetzt zurück. Jetzt gehen wir, holen wir ein bisschen ein. Der René, der leitet, dass der Draht schön nebeneinander geht. Ole, die 16 ist vorne fest. 16 vorne fest, danke. 31 Tonnen Schub kann die Bugsier 16 entwickeln. Pfahlzug heißt das in der Schlepperfahrersprache. Aber Sigi geht heute sachte ran. Er will ja nichts kaputt machen. Ich bin vorne dran mit 20. Ja, 20 ist schon fast okay, mal einen Augenblick nix. Ich will die mal parallel haben. Ja, Augenblick nix. Ja, ich muss auch sehen, dass ich die Bewegung mitmache hier. Aber es geht noch. Sie bugsieren den Bulker an Pier 18, Hafenbecken C. Das Schiff soll Getreide laden. 26.000 Tonnen für die USA. Ein Klacks. Bugsier 16 ist schon wieder unterwegs. 3.000 PS, 3 Mann Besatzung. Ein neuer Auftrag. Sie sind die Cowboys im Hafen. Ja, wir wollen denn auf der großen Wendeplatte stoppen, drehen über Steuerbord und dann rückwärts zum Ölhafen und nach Pier einparken. Mit dem schweren Ding. Ja, schon mit. Hat die 16 mit. Ja. Jetzt hat er ihn in der Bugwelle. Im Seekanal vor Rostock-Warnemünde steuert das nächste Schiff die Einfahrt an. Bugsier 16 soll es abfangen und begleiten. Dann beginnt das nächste Hafenrodeo. Hafenbecken C, Getreideterminal. In Rostock werden im Jahr fast 3 Millionen Tonnen Roggen, Weizen, Raps und Gerste umgeschlagen. Aber bevor sich überhaupt was dreht an der Getreidepier, muss Dietmar Suko an Bord. Laderauminspektor. Das Schiff wechselt in Rostock den Charterer, fährt ab jetzt für einen anderen Auftraggeber. Deshalb macht Dietmar die Übergabeuntersuchung. Bisschen wie bei einer Mietwagenübernahme. Can you open, please? Vorschäden, verborgene Mängel, schwere Abnutzung, Löcher, loser Rost. Dietmar Suko geht nichts durch die Lappen. 4 Laderäume hat das Schiff. Jeder 20 Meter hoch, 30 Meter breit und 40 Meter lang. Und innen drin ein ohrenbetäubender Lärm.
Es sind die Hydraulikpumpen für die Deckel. Gar nicht so einfach, hier die Nerven und den Überblick zu behalten. Aber Dietmar hat da so seine Methoden. Das ist die Nummer der Spanten von vorne gezählt. 1, 10, 15, 16. Damit ich nicht wieder ganz von vorne zählen muss, zwischen welchem Spant das ist, male ich mir das vorher auf und brauche bloß 15, das ist 16, 17, zwischen 17 und 18 Spant und so. Deswegen male ich das vorher. 3, OC, 2. Zwischen Spant 28 und 29 fällt dem Inspektor das erste Problemchen ins Auge. Hier haben wir was. Also hier, diese Schäden werden dokumentiert. Um hinterher nicht sagen zu können oder um, wenn das Schiff aus der Charter geht, nachweisen zu können, dass das schon gewesen ist, der Schaden. Und nicht, dass das dem Charterer in Rechnung gestellt wird, die Reparatur dieser Schäden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dietmar Suko dokumentiert, fotografiert und stenografiert. Den Bericht schreibt er später im Büro. So, wir haben hier. Die Schutzgitter sind verbogen, die ersten drei, die unteren drei, die sind nach unten gebogen. Ansonsten haben wir hier nichts weiter. Das ist Kurzschrift, die ich nachher auch kaum noch lesen kann, aber um das hier schnell zu gestalten, kann ich hier nicht in Schönschrift schreiben. Ne? Zum Flaking Paint. Er sucht nach Schrammen und Schäden. Sauberkeit ist heute nicht sein Thema. Solche Sachen wie hier, dass die dann noch fegen müssen oder so. Das ist dann, wenn der Laderaum nicht abgenommen wird, weil er nicht sauber ist oder weil da irgendwo noch Rost ist oder sowas, dann haben sie ein Problem. So geht das von Laderaum zu Laderaum. Vier davon gibt es. Dann können die Deckel wieder zu. Es soll bald regnen und der Stauraum muss unbedingt trocken bleiben. Eine Ro-Ro-Fähre hat gerade Pier 64 Richtung Finnland verlassen, vollgestellt mit LKW-Trailern. Das Schiff wurde bei Rostock Trimodal abgefertigt. Hier kommen die Anhänger von der Straße oder Schiene direkt aufs Schiff und umgekehrt. Auf dem Vorplatz warten 30 Trailer auf Verladung. Udo Elwert von der Spätschicht erledigt das in nicht mal 2 Stunden. Und dabei ist er noch gar nicht so lange dabei. Aber so ein Kran ist ein wunderbares Männerspielzeug. Na, mit dem hier nimmst du die Last hoch, du kannst die Katze drehen und mit dem linken bewegst du quasi das Fahrwerk nach rechts und links und die Katze halt vor und zurück. Das ist Konsole für Große, ja. Das ist so. Die Einweiser am Boden sind über Funk mit Udo oben in der Kanzel verbunden und sprechen eine Art Geheimsprache. Denn links, rechts, vorn und hinten funktioniert nicht in diesem Krankarussell. Klein, meine Münde, Kraftwerk. Klein zum Kraftwerk, ganz klein. Ja, reicht schon. Reicht, nicht so weit. Ein ganz eigenes Koordinatensystem. Warnemünde, Kraftwerk, Wasser, Rostock. Einfach weil man sonst mit links und rechts immer umdenken muss, dann ist es einfacher zu merken. Den Kranfahrer Kauderwelsch hat er schnell drauf gehabt. Obwohl Udo Elwert Quereinsteiger ist und erst seit 2 Jahren dabei. Ja, vorher war ich im Bühnentribünenbau, Roadie sozusagen, halt viel unterwegs, ne? Weltweit und ja, irgendwann hat es ja mal gereicht. Dann habe ich mich nach was anderem umgeschaut und bin hier gelandet. Ne? Udo suchte einen Hafen fürs Leben. Dabei war er lange gern ein Reisender. So die ersten 10 Jahre bestimmt. Aber so nach 60 Jahren reicht es dann irgendwann. Ne?
Wenn du dann Familie hast und Kinder, dann bist du auch mal froh, wenn du zu Hause sein kannst. Und nicht ständig durch die Welt tingelst. Rostock Trimodal ist eines der jüngeren Terminals in Rostock. Erst vor 10 Jahren haben die Hafenmanager den sogenannten kombinierten Ladungsverkehr eingerichtet. Eine Schiene-Schiff-Verbindung für Lastwagen von Skandinavien bis nach Italien. Der vollbeladene Zug wird später nach Verona fahren. Mit 30 Lastwagen, die nicht mehr die Autobahn verstopfen. Direkt gegenüber Pier 63. Der Anleger ist heute 4 Stunden lang gesperrt für den Schiffsverkehr. Hier wird unter Wasser gearbeitet. Das ist die Alpha-Flagge, das ist die Taucherflagge und die signalisiert dem Schiffsverkehr hier, dass Taucharbeiten stattfinden. Eigentlich liegt hier eine Fähre, ne? Also, genau, aber das ist, wissen wohl alle Bescheid, alle sind informiert. Das heißt, es wäre natürlich doof, wenn wir hier gerade tauchen, ne, und die Fähre einläuft. Klarer Fall, ne? Kaimauerkontrolle. Unterkante messen wir ein, Unterkante Rohr bis Oberkante Pier mit dem Maßband. Mhm. Dann Durchmesser vom Rohr. Die Lage markieren wir hier oben. Mhm. Und dann kommt noch Geo-Ink und messt das Ding dann irgendwie ein. Okay, dann warten wir so mal. Und der soll in der Nähe Poller 6 sein. Das sieht mehr aus wie Berliner Mauer. Tristan Winkler muss da gleich runter und ein altes Abflussrohr suchen aus den Gründungszeiten des Rostocker Hafens. Taucher dürfen nicht zimperlich sein. Ein Helm für alle, ja. Ein Helm für alle, aber glücklicherweise haben wir alle unsere eigenen Einbauutensilien. Da muss sich keiner Gedanken machen, dass er sich wegen irgendwas ansteckt. Wir haben auch schönes Desinfektionsspray. Aber der Helm ist der gleiche. Ne? Das wäre sonst relativ umständlich, das immer wieder alles umzuschlagen und zu ändern. Insofern ist das einfach die Zeitersparnis und die Faulheit. Tristan arbeitet für die Baltiktaucher Rostock. Die sind Dauergäste im Hafen. Denn irgendetwas unter Wasser ist immer kaputt, muss repariert oder kontrolliert werden. Und gerade hier an Pier 63 weiß niemand, wie es wirklich da unten aussieht. Wenig ist dokumentiert. Zu oft wurde um- und angebaut. Das ist Babypuder oder Talkum. Das macht sich ganz gut, das ist auch hautfreundlich. Vor allem kommt man dann gut in die ganze Geschichte rein und auch wieder raus. Außerdem duftet es so schön. Das ist aber auch das Einzige, was hier duftet, an der trüben Hafenwasserkante. Schön, oder? Das sind jetzt nur normale Arbeitshandschuhe. Das Wasser ist noch warm, das ist nur ein Schutz. Aber die Pocken unter Wasser sind ja doch scharf wie Rasierklingen, Muscheln. Das ist alles extrem scharfkantig. Das Hafenwasser hat 10 Grad. Für einen Arbeitstaucher fast mollig warm. Gut, dass der Helm kommt. Licht, Luft, Kamera, Telefon. Tristan ist verkabelt wie ein Kosmonaut. Die Reserve ist offen, halben Schlag zurück. 4, 5, 6. Das ist die etwas männlichere Version eines Kosmonauten. Zurück. Am Zeitblock auch geschlossen. In der Reserve 200 Bar. Inflator funktioniert. Handschuhe hat er an. Fußball ist auch da. Hahn ist gesichert, Messer ist da. Alright, kann losgehen. Dieser Tauchgang ist auch ein Abstieg in die Vergangenheit. Knapp 60 Jahre alt ist der Rostocker Hafen. Und für einige Piers ist die Lebensdauer langsam abgelaufen. Sie müssen Stück für Stück erneuert werden. Die junge DDR wollte sich Ende der 50er Jahre unabhängig vom Westen machen und einen eigenen Überseehafen bauen. Hier an der Stückgutpier geht es um neue Schiffsliegeplätze mit all ihren Einrichtungen. Es war das sogenannte nationale Aufbauwerk, jede Woche Thema in der aktuellen Kamera. In der gleichen Zeit für das gleiche Geld 20 Tonnen Stahl bis zum Jahresende zusätzlich zu biegen, das hat sich die Eisenflechterbrigade Neumann vorgenommen.
Ein Beitrag, damit die Kaimauer schneller fertig wird. Die Hafenarbeiter in Rostock haben den richtigen Weg zur Stärkung der Republik beschritten. Der Rostocker Überseehafen war für die DDR sprichwörtlich das Tor zur Welt. Lebenswichtig. Tristan hat da unten in 6 Meter Tiefe irgendwas gefunden, das aussieht wie das gesuchte Entwässerungsrohr. Das sieht sehr dick aus, ne? Das ist sehr dick, ja. Das sieht aus halt so ein bisschen mehrlagig, siehst du? Also hier. Ja, musst du vielleicht mal gucken, ob die ein Rohr an die Wand geschweißt haben oder in die Wand reingeschweißt haben und in ein Betonrohr liegt oder so. Ja, ich schätze auch, das hat was mit Beton zu tun hier. Das ist hier auf jeden Fall Beton. Mit Beton wurde nicht gegeizt in den 60er Jahren. Die Kai-Anlage des zweiten Hafenbeckens wird von Jugendbrigaden noch in diesem Jahr fertiggestellt. Das 12. Plenum des ZK der SED bestätigte den Erbauern des Hafens erneut, so wird es weitergehen. Durch sinnvollen Einsatz und volle Ausnutzung der Technik wird man auch hier in Rostock die geplanten Termine wieder unterbieten. Und auch mit Parolen sparte man nicht. Die Jungen der Brigade Borte sind stolz darauf, gerade hier zu arbeiten. Sie wissen, dank ihrer Arbeit werden auch in diesem Hafenteil bald Schiffe aus aller Welt vor Anker gehen. Bei Tristan und Jens herrscht gerade Rätselraten, welches Material damals noch verwendet wurde an Pier 63. Tristan findet auch Ziegel und eine Stahlkante. Du kannst dich dann auf den Rückweg machen, ich mach das Licht aus und wir holen dich zur Leiter, kommst hoch. Jawohl, verstanden. Zurück zur Leiter. Schlaue Leiter wird eingeholt. Die Baltiktaucher haben ihre kleine Mission fürs Erste erfüllt. Kaikante untersucht, Rohr eingemessen. Mit diesen Daten kann das Hafenmanagement irgendwann eine Sanierung vorbereiten. Der Rostocker Hafen wuchs beständig, bis zur Wende. Dann gab es im Osten erstmal nichts mehr zu verschiffen. Aber seit 15 Jahren geht es wieder aufwärts bei Rostock Port. Umschlagszahlen steigen, Piers werden verlängert, Industrie siedelt sich an. Sogar der Getreideumschlag brummt. Gerade wird an Pier 13, Hafenbecken C, ein riesiger Bulker mit Weizen beladen. But the vessel is upright, we don't have any list. Minimum is on the now is minimum the port side now. This is minimum. We have a little bit list to starboard, no? No, port side. Port side. Dietmar Suko, der Cargo- und Commodity-Inspektor, ist wieder mal gefragt. Mit einer gründlichen Tiefgangskontrolle. Seven. 12, 8, 7. Dem sogenannten Draft Survey. Ja. Am Heck, in der Mitte und am Bug des Schiffes wird der Tiefgang vor und nach dem Beladen abgelesen. Bis auf den Zentimeter genau. Und auf beiden Seiten. 12, 6, 9. Die sind genormt, diese Zahlen. Eine Zahl ist genau 10 cm hoch. Und der Balken, der Strich von denen, ist 2 cm. Das heißt, Oberkante der 6 sind 70 cm. Ne? Da sind 13 Meter. Unterkante wäre genau 12,60 Meter. Oberkante wäre 10, ist 1 cm unter. Weil wenn es, so wie jetzt manchmal berührte, die Unterseite von dem Strich, das wären 8 cm. Und deswegen kann man das sehr genau ablesen. Mit den Daten kann Dietmar Suko später ausrechnen, wie viel Weizen der Bulker tatsächlich in seinen Laderäumen hat. Eine doppelte Kontrolle. Denn auch der Getreidehändler hat abgemessen, welche Menge er aufs Schiff transportiert. Aber bei jeder Messung schleichen sich Fehler ein. Das Laden geht gerade zu Ende. 30 Tonnen! 30 Tonnen noch. 66.000 hat er dann drin. Ungefähr plus minus ein paar Kilo, ne? Also. 0,5% Toleranz sind erlaubt zwischen gewogen und gemessen. Macht bei 66.000 Tonnen immerhin noch 330 Tonnen Schwund. Das sind 10 große Getreidetrucks voll Weizen. 50.000 Euro wert. After.
Half draft. 6,5 Meter. Deswegen muss Dietmar pingelig sein. Wir nehmen jetzt eine Wasserprobe, um festzustellen, was für eine Dichte dieses Wasser hat. Davon ist ja auch der Tiefgang abhängig. Das heißt, bei etwas dichterem Wasser, höherem Salzgehalt, schwimmt das Schiff, Schwimmkörper mehr auf. Und um das zu berechnen, werden wir jetzt eine Wasserprobe nehmen und die Dichte bestimmen und dann die Korrektur dafür berechnen. Die ganze Prozedur hat er schon vor ein paar Tagen auf diesem Schiff durchgezogen, als es noch leer war. Die Differenz aus beiden Berechnungen ist dann das Gewicht der Ladung. So, wenn wir erstmal spülen einmal, das sind 1007,5, ne? Ja, 1,7. Ja. 7,3, a third time, let's see. Je wärmer das wird, je länger man wartet, desto wärmer wird es, desto geringer wird die Dichte natürlich. Das ist temperaturabhängig. Deswegen sollte man nicht so lange warten, mit dem auch das Wasser nicht so lange hinstellen, weil sich das dann verändert. Das sind 1007 Gramm pro Liter. Dann ist die Steuerbordseite dran mit dem Tiefgangscheck. Jetzt steigen wir nacheinander die Leiter runter und lesen von der Wasserlinie, also so dicht wie möglich an der Wasserlinie, den Tiefgang ab dort mit Schiffs. Da es keine andere Möglichkeit gibt hier, muss man eben die Leiter runter. My wife waiting. Ja. Das Schiff könnte eine leichte Schlagseite haben. Und bei 30 Metern Breite machen schon ein paar Zentimeter Unterschied im Tiefgang eine Menge Masse aus. Zuerst muss der polnische Bootsmann die Jakobsleiter hinunter. Aber verraten wird das Ableseergebnis erst nach dem doppelten Abstieg zur Wasserlinie. Weil es immer zusammen gemacht wird, um Streitigkeiten hinterher zu vermeiden, wenn es doch Abweichungen gibt im Gewicht, was nicht stimmt. Und dann kann man immer sagen, man hat alles zusammen gemacht. Man war sich bei der Aufnahme der Rohdaten schon einig. Wenn man vorher weiß, was der andere abgelesen hat, dann sieht man ungefähr dasselbe. Das ist komisch. Dann ist Dietmar dran. Es wird nass von unten und bald auch von oben. Eine dicke Regenfront zieht auf. Die Luken müssen zu. Die Ladung darf nicht und der Ladungsinspektor möchte nicht nass werden. Close, close. Thank you. It's coming. Rain is coming. Okay, 1280, 1280. 80. 80. Agreed. Okay, wir haben dasselbe. 10 cm Krängung hat das Schiff. Was das für das Gewicht der Ladung bedeutet, wird später ausgerechnet. Im trockenen Schiffsoffice. Ohne sie geht gar nichts im Hafen. Die Fest- und Losmacher. Mooring Service. Michael Gerst und sein Kollege Kevin Ternes wurden gerade zu Pier 42 gerufen. Hafenbecken A. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Das ist eine richtige Überraschung, ja. Es hieß eigentlich, dass sie das mit dem Kran machen. Dass sie uns mit dem Kran unterstützen, die Sachen hier runterzuziehen vom Poller. Das Problem ist 80 Meter hoch und hängt an 8 armdicken Stahltrossen. Es ist Swanen, einer der größten Schwimmkräne der Welt. Ich bin ein bisschen überrascht, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, er gibt uns mit dem Kran jetzt hier die Leine ein Stück entgegen, damit wir die Lose kriegen. Aber jetzt fährt er nach vorne zum Festmachen. Das geht mit dem Schmeißen Achter los. Ne? Er schmeißt erst zu Achtern, die beiden langen Leinen los. Das seht ihr auch, die im Schlepper am Wege hängen. Dann schmeißen wir vorne. Die Instruktionen auf UKW kommen aus der Festmacherzentrale, irgendwo am Fährterminal, weit weg. Büro. Weil die Stahlleine ist ja nun ganz schön schwer. Der holländische Bootsmann vom Schwimmkran Schwan hat bessere Tipps. Ihr müsst das mit irgendwas ziehen. Vielleicht mit einem Gabelstapler. Für solche Fälle haben die Festmacher immer ihren kleinen Transporter zur Hand. Fahr mal ein Stück vor, Kevin. Das weiße Nylonseil dient nur als Hilfstampen. Mit dem wollen sie das Auge der tonnenschweren Stahltrosse vom Poller hieven. Aber alles nicht so einfach. Die Kupplung vom Kleintransporter rutscht.
Die Überlastanzeige piept und blinkt. Sieh noch mal. Hey. Er hat schon hier Fehler-Dings drin. Er geht sonst kaputt, diese Flagge. Nylon und Nerven sind angespannt. Michael, lass dich mal los sein. Ja. Der Transporter schafft es nicht. Die Kupplung qualmte schon. Die Trosse ist einfach zu lang und zu dick. Zu schwer. Die Festmacher haben schnell noch ein paar Kollegen zu Hilfe gerufen. Die bringen den schweren Unimog. Mit dem sollte es klappen. Eine Zerreißprobe für Mensch und Maschine. Und das Material. Jetzt muss es schnell gehen. Die Festmacher eilen von Poller zu Poller. Ohne das scharfe Messer wären sie aufgeschmissen. Das hat ihnen der Holländer zugesteckt. Yes, five is this one. Ja, fünf haben wir schon. Eight anchors. That's the Dutch way to do it. Acht Leinen insgesamt. Diese Methode ist am sichersten. Der riesige Schwimmkran benimmt sich wie ein Segelboot. Wenn ihn nichts mehr an der Kaikante hält, fährt er einfach los. Ja, der Schwimmkran ist sehr windanfällig. Lässt sich schwer auf Position halten. Ja, geh mal bitte zum Seil. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Wenn wir die Leinen zu schnell lösen, verheddern die sich. Also machen wir lieber langsam. Bevor der letzte Tampen fällt, müssen auch zwei Schlepper in Position sein, um den Schwimmkranzwarnen zu übernehmen. Die Festmacher müssen ein letztes Mal die Knochen hinhalten. Am Abend ist der riesige Schwan endlich los und kann abfahren Richtung Heimathafen, Vlissingen in Holland. Anfang der 90er Jahre baute ein Energiekonsortium das Steinkohlekraftwerk im Rostocker Hafen. Damals galt es als das modernste seiner Art. Über 500 Megawatt elektrische Leistung. Und 300 Megawatt Wärme kann es liefern. Allein der Antransport des Brennstoffes aus Polen, Brasilien oder Kolumbien sorgt für ein paar Millionchen Tonnen in der Jahresumschlagsbilanz. Der Rostocker Hafen wurde in den sogenannten Breitling hineingebaut, das Mündungsgewässer der Warme. Eine gewaltige Bucht. Aber an vielen Stellen flach wie eine Pfütze. Das Wasser- und Schifffahrtsamt unterhält an der Nordseite der Bucht einen Tonnenhof für die Pflege und Wartung der vielen Schifffahrtszeichen. Ja, die ein bisschen Gewicht haben die schon. Ja. Also ich bin mit 500 Kilo bin ich dabei, ungefähr. Ne? Seezeichenmechaniker Jürgen Michaels und seine Kollegen vom Tonnenleger Rosenort haben heute eine kleine Mission zu erfüllen. An der Backbordtonne 28, die das Fahrwasser zum Hafen markiert, muss der Kopf gewechselt werden. Der kommt gerade frisch renoviert aus der Werkstatt. Es ist morgens 7.30 Uhr. So, Achter, alles los! Achtung, alles los! Ja, Lego springen! Schiffsführer Nils Schmidt, Schiffsmechaniker Jürgen Michaels und Seezeichenmatrose Joachim Berz verbringen fast mehr Zeit miteinander als mit ihren Frauen.
Andreas, Lenkung! Für große Schiffe ist die Einfahrt in den Rostocker Hafen nicht ganz ohne. Aber es gibt ja genügend Fahrwassertonnen, die alles genauestens anzeigen. Ja, wir sind ja überall flache Stellen. Ne? Zwischen den gelben Tonnen ist eine flache Stelle, da hat man ausgebaggert. Hier ist eine Sandbank, wo man nicht fahren kann. Und bei der Flussaufwärts auch. Also wenn man da aus der Fahrrinne rauskommt, für tiefgehende Schiffe, dass man festbleibt. Schiffsführer Nils Schmidt auf der Brücke hat den besten Job an Bord. Schön trocken und warm. Die beiden Mechaniker draußen sind immer in Kontakt mit den rauen Elementen. Regen und sowas stört uns ja nicht weiter. Wind ist Faktor Nummer eins. Ne? Und heute? Ideale Bedingungen. Heute sind ideale Bedingungen. Wir sagen, sprechen lieber nicht aus, ne? See. Ne? Als letztes Wort hinterher. Also ideale Bedingungen für uns heute. Ne? Titten, glatte See. So haben sie es am liebsten. Tonne 28 ist quer ab. Hauptfahrwasser, Backbordseite. Nur der Tonnenkopf wird routinemäßig gewechselt. Der Schwimmkörper bleibt am Grund verankert. Perfekt. Kommt gut, Achim. Eine neue Farbgebung ist vorgeschrieben. Ein Wechsel von Orangerot zu einem dunkleren Rotton. Außerdem sind an dem Seezeichen schon leichte Blessuren zu erkennen. So mein Ding. Ja, hier ist ein bisschen was zu sehen, aber das ist nicht so tragisch. Ne? Ja, in der Regel Paneele werden mit eingestoßen manchmal. Dann kommt es vor, so wie wir bei der Hansa-Zähl das jetzt hatten. Einige sind ja mit unseren Top-Zeiten bestückt. Ja, die sind dann auch teilweise abgeknickt, weil die Skipper eben nicht, ne, die Auslage des Segels beachten vom Arm. Ne? So, dann passiert das. Aber dafür sind wir ja da, um das wieder zu richten. Ne? Bitte? Ist hier ein Abzeichen rauf? Oder wo soll das? Nein. Das kommt hinten bei der anderen Tonne. Bei Schmalig, ja. Ein Arbeitsplatz mit 1A Aussicht. Ja, schön ist es überall, wenn man so will. Ja? Ja, es ist schon ein anderes Blickfeld. Vom Wasser aus zur Landrichtung. Das hat eben nicht jeder. Ne? Es ist schon ein einmaliges Schauspiel. Ja? Das ist ja noch die relativ gute Jahreszeit jetzt. Ja. Ein, zwei Monate weiter sieht es anders aus. Dann in der Wind, Regen, Dreck. Der Job beim Amt ist für Jürgen und Achim, beide Ende 50, ein Glücksfall. Die zwei sind vorher 30 Jahre lang zur See gefahren. In der Seele drin. Ja, das werde ich auch nicht mehr los. Das Wasser und Schiff muss ich einfach haben. Jürgen hat Seewasser im Blut. Ja, das ist im Prinzip von klein auf an. Ja, wenn dieser Wunsch da war mit Wasser und Schiff, und das bleibt. Ja? Der Drang war schon früher immer, ich muss aufs Wasser. Ja? Einfach die Welt sehen, wie das früher so war. Ja? Ja, das hat man irgendwie umgesetzt bekommen. Ne? Aber jetzt endlich Abendbrot und Tagesschau zu Hause. Und trotzdem auf dem Wasser arbeiten. Rostock Port. Auch für diese beiden ein Hafen fürs Leben. Mein Baby! Jürgen braucht den Kontakt mit den Elementen. Er verzichtet sogar auf Handschuhe. Da fühle ich mich wohl mit Handschuhen. Da kann ich nicht arbeiten. Schon immer. Egal, wie dreckig die Hände werden. Bei Kälte, okay, da ziehe ich ab und zu mal was über. Ne? Aber ansonsten nur nackte Haut. Ja, das ist gefühlvoller. Da hat man wirklich mehr Gefühl zum Arbeiten. Den alten Tonnenkopf bringt die Rosenort zurück an Land, in die Werkstatt. Immer mehr Großindustrie siedelt sich an im Rostocker Hafen. Ein Kranhersteller, Offshore-Unternehmen, Baustoff- und Getreidehändler, ein Kraftwerk. Und seit ein paar Jahren werden am Hafenbecken C Rohre hergestellt. Jedes so groß wie ein Schiff und hunderte Tonnen schwer.
Großrohre, Monopiles. Auf denen stehen später Windkraftanlagen mitten im Meer. Ein Spezialist für besondere Fracht ist Norbert Kasunke. Matadu. Karpak heißt seine Firma. Seine Leute arbeiten hier. Au, nee. Norbert Kasunke ist 73 und immer noch voll drin im Hafengeschäft. Ach du Scheiße, Montag habe ich 3 Schiffe. Schwerlast, Sondermaße, Spezialaufträge. Ja. Überall im Hafen sind seine Leute gefragt. Ja. Nee, aber Sonntag bleibt. Heute ist ein besonderer Tag an der Pier Nummer 10. Das erste Mal werden 4 Riesenrohre auf eine Barge verladen. Jedes 600 Tonnen schwer. Wochenlang hat Kasunke den Ablauf der Verladung vorgeplant. Das hat mit Herzflattern eigentlich wenig zu tun, aber man sollte keine Routine aufkommen lassen. Denn Routine ist tödlich. Die funktioniert nicht. Nur millimeterweise bewegt sich die 600 Tonnen Last am Spezialkran. Immer wieder wird gestoppt. Aber die Barge soll vor Einbruch der Dunkelheit ablegen. Beladen nicht mit einem, sondern mit 4 Großrohren. Sie hinken dem Zeitplan jetzt schon hinterher. Wenn es eine Stunde länger dauert, dann dauert es eine Stunde länger. Erster Grundsatz bei Schwerlast, keine Hektik. Zeit darf hier keine Rolle spielen. Es kann, natürlich gibt es Termine und natürlich versucht man die einzuhalten. Aber hier jetzt einen auf Tempo zu machen zu wollen, das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Schwerlast dauert seine Zeit und die Zeit muss den Vorrang haben. Das Riesenrohr muss haargenau in die grüne Schwerlasthalterung passen. Eine Spezialanfertigung, mehrere tausend Euro teuer. Nichts darf verkanten. Nichts darf ins Rutschen kommen. Vorne nicht und hinten nicht. Bei allen an der Pier liegen die Nerven blank. Es ist das erste Mal. Endlich liegt das erste Rohr sicher in der Aufnahme. Norbert Kasunke ist erleichtert und leistet sich erstmal eine kleine Ordnungswidrigkeit. Wieso ist die Rauchung verboten? Wo ich stehe, ist Raucherinsel. Genau. War schon immer so. Richtig. Seit 50 Jahren ist das so. Weiter draußen ist Bugsier 16 schon wieder zu einem Auftrag gerufen worden. Wieder zusammen mit Schlepper Axel. Es geht um einen Großsegler aus Russland. Ja, heute haben wir nautischen Leckerbissen. Die Krusenstern kommt uns besuchen und benötigt 2 Schlepper, weil es ein sehr schweres Schiff. Aber wir müssen vorne am Steven ran, das heißt am Bugspriet, und durch die Ankerklüse unsere Leine geben. Der Großsegler ist am Bug recht sperrig. Da ist selbst der alte Hase Sigi Kempe mal ein kleines bisschen aufgeregt. Wenn man sich das anguckt, dann ist das eine Herausforderung, genau die Schornsteine am Bugspriet zu halten, ohne dass wir dieses schöne Schiff kaputt machen. Sigi kennt die Krusenstern. Fast jedes Jahr zur Hansesail ist das Segelschulschiff der russischen Marine gemeldet in der Hansestadt. Sehr schwere Schiffe mit über 6 Meter Tiefgang. Sehr schwer zu handeln. Ne? Ich frage mich, wie die früher die reingekriegt haben da mit Segeln. Da war ja kein Propeller sonst. Aber mit 2 Schleppern lässt sich auch die Krusenstern ganz easy an die Kaikante bugsieren. Wenn ich das natürlich mit Gewalt machen würde, würde ich da ein Loch reinfahren. Ne? Das heißt also, wir haben unten unseren Bootsmann stehen, der das praktisch eine Einweisung gibt. Und ich mache das entsprechend mit Gefühl dann das Fahrzeug auch an. Hey, da muss er ein Stück zurück. Da muss er ein ganzes Stück zurück. Von da vorne, da muss er mehr, das wird Spaß. Ja, ist schön, dass es sowas überhaupt noch gibt, ne? Dass sowas erhalten wird. Also da muss ich Hut ab vor den Russen. Die haben ja 2 Schiffe und die betreiben die auch recht gut. Die haben wirklich noch seemännische Tradition, was uns ja wohl so ein bisschen abhanden kommt.
Leider. Achseldeckung, wir sind bei. Bootsmann René hat bei der Bundesmarine gedient, auf einem Versorger. Ist Einsätze am Horn von Afrika gefahren. Irgendwann wurde René das alles zu viel. Der Job auf dem Schlepper kam da wie gerufen. Der Rostocker Hafen war schon immer ein wichtiger Umschlagplatz für Düngemittel. Früher wurde Apatit aus der Sowjetunion für die DDR angelandet. Heute holen Schiffe Düngemittel in Rostock ab. Aber nicht ohne Dietmar Suko, den Ladungsinspektor. Bei Düngemittelfracht muss er sogar mit Spezialtechnik anrücken. Ah, hier. Ja. Okay. Let's open. Can we open it a little bit more? Cargo hold number one, entrance. Okay. Dietmar hat ein kleines Kästchen dabei. Einen starken Ultraschallsender. So we place it in the middle again. Yeah, we have one, two, three. Die kleine Schatulle stellt er in die Mitte des Laderaums und schaltet sie ein. Die Deckel sind heute mal zu, und zwar richtig dicht. Denn darum geht es bei Düngemitteltransporten. Der Laderaum muss hermetisch verschlossen sein. Luft- und wasserdicht. Das soll Dietmar überprüfen mit seinem kleinen Zauberkasten. Erstmal nur eine Funktionskontrolle. Wasser ist das Gefährlichste, was der Ladung passieren kann. Also, Düngemittel, das mit Wasser in Berührung kommt, ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Das wird hart wie Beton. Das kann man nicht mehr verkaufen. Das ist Schadware. Draußen wird es ernst. Jeden Deckel, jede Tür, jedes Luke wird Dietmar gleich abhorchen mit einem empfindlichen Ultraschallempfänger. Dringt zu viel von dem fürs menschliche Ohr unhörbaren Schall durch die Dichtungen, muss die Besatzung nachbessern. Dietmars Empfänger macht den Ultraschall mess- und hörbar. Okay. Wir werden hören, ob wir was hören. Hier haben wir nichts. Das ist gut. So, we're testing here ventilations. Mehr als zwei Stunden lang schleicht Dietmar Suko lauschend übers Schiff. Jede Ritze läuft er ab, jeden Spalt. Ihm darf nichts durch die Lappen gehen. Also innerhalb des Limits. Der Frachter kommt aus Norwegen. Die Besatzung sind Russen. Dietmar ist ganz zufrieden. Everything's clear now, up to now. Yeah, all up within the limit. Yeah, we are trying to make. We just our crew was making good. Die Mannschaft hat zwei Tage geschuftet, wischen, schrubben, spülen, trocknen und das Ganze nochmal. Wir wollen schließlich pünktlich sein. Just to be ready. Do not delay. Der Ultraschalltest war ohne Befund. Aber jetzt will Dietmar doch noch mal die dicken Gummidichtungen der Laderaumdeckel in Augenschein nehmen. Oh. Sicher ist sicher. You see there? Slack. Must be removed. Das ist die deutsche Gründlichkeit. Irgendwas ist immer. Aber Inspektor Dietmar Suko hat hier nun mal das letzte Wort. Und das weiß er auch. Die nehmen mich ernst. Ja, wenn nicht, drehe ich mich um und verlasse das Schiff. Also wenn die meinen, wir spielen hier nur rum oder so, sowas, dann fangen die nicht an zu laden, bevor wir nicht durch sind. Bevor wir das Schiff nicht akzeptieren, wird auch nicht angefangen zu laden. Das dauert eben seine Zeit. Jeder Test braucht seine Zeit. Nicht wahr?
So you don't have a separate ship's office, only on the bridge. Okay, let's go. All your cabin, eh? Den Papierkram erledigen Dietmar und der russische Chief Mate auf der Brücke beim norwegischen Kapitän. Der Ladungsinspektor hat gute Nachrichten. So, what are we getting, Captain? Old inspectors, yeah, we want to make the paperwork now. Aber er bringt auch viel Schreibkram. Dokumente, Bescheinigungen, Belehrungsformulare. Alles in doppelter Ausfertigung. Das Schiff ist zum Laden freigegeben. Dreieinhalbtausend Tonnen Kalkammonsalpeter aus dem Düngemittelwerk Poppendorf bei Rostock wird der Frachter laden und nach Fredrikstad bringen. Ein kleiner Industriehafen an der Südküste Norwegens. Bis jetzt lief alles ziemlich reibungslos an der Schwerlastpier. Rohr Nummer 2 ist im Anmarsch. Sie hinken dem Zeitplan leicht hinterher. Aber jetzt taucht ein richtiges Problem auf für Norbert Kasunke. Die Traverse muss gedreht werden. Der sogenannte HSE-Manager, der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbeauftragte des Auftraggebers, möchte nicht, dass Norberts Leute zu dicht an der Kaikante arbeiten. Deshalb soll das Tragegestell am Kran um 180 Grad gedreht werden. Wollt ihr nicht drehen? Wollt ihr nicht drehen? Er möchte nicht, dass wir auf der Wasserseite anschlagen. Deswegen. Wir wollen das Ding jetzt hier durchziehen, weil wenn wir jetzt wieder umbauen, ist wieder eine halbe Stunde weg. Nee, eigentlich die Traverse drehen. Nee. Er müsste so weit auslegen, dass die ganzen Slings oben unten auf dem Boden liegen und dann kriegen wir sie ja nicht mehr rumgezogen. Das bringt alles nicht. Wie viele Meter hast du? 2 Meter. Wenn man sich vernünftig bewegt, fällt keiner ins Wasser. Wird alles immer schlimmer, nörgelt Norbert. Ich bin 50 Jahre im Hafen. Ja. Ich lag noch nie im Wasser. Nee. Die Vorschriften, der Papierkram. Und jetzt ist seine ganze Ablaufplanung gestört, nur weil er ein klitzekleines Sicherheitsdetail übersehen hat. So ohne weiteres geht das nicht. Muss auch ordentlich sein. Aber Norbert sieht es ein. Ja, aber andersrum. Norbert ärgert sich über sich selbst. Ja, das traverse Drehen hat nicht geklappt. Da habe ich einen Punkt nicht beachtet, dass ich zu dicht oben mit dem Haken bin. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Und den Fehler muss ich rechtzeitig erkennen. Da muss ich eingreifen. Kein Pardon an Pier 10. Nein, das ist meine Verantwortung. Und das bleibt auch meine Verantwortung. Über das Rohr ziehen wird aber schwierig. Norbert setzt durch, dass seine Leute auch auf der Wasserseite arbeiten können. Bevor der sich aufhängt oben. Dann kriegst du nämlich gar nichts mehr jetzt so. Ja, genau. Ihr müsst aufpassen, dass der Sling sich nicht um das Rohr legt. Dass er drüben runterkommt, dann kriegst du hier nichts mehr jetzt so. Ne? Dann zieht er den immer da lang. Er weicht ihn jetzt nicht mehr von der Seite. So wie er jetzt ist, ist gut. Nochmal ziehen. Schwerlastverladung. Das ist die Königsdisziplin im Stauergeschäft. Gigantische Gewichte in den Griff bekommen, Lasten lagern und heben wie Herkules. Norbert weiß noch genau, wie das alles anfing. Damals, in seiner Jugend. Ich bin auf Schiffen gefahren, wir hatten einen Schwerlastbaum. Der hat 100 Tonnen genommen. Also wenn du da 70 Tonnen, also eine Lokomotive, die wiegt ungefähr 70 Tonnen, dran hattest, das war was ganz Besonderes. Aber das sind Gewichte, an die hat damals kein Mensch gedacht. Ich meine, das hat sich ja auch erst entwickelt in den, ich sag mal, die letzten 20 Jahren.
wo sich das langsam aufgebaut hat. Von über die 100 Tonnen, 200 Tonnen, 300 Tonnen haben wir schon immer gedacht, oh Gott, wo geht das noch hin? Heute reden wir von 1000 Tonnen und sagen, na, ob da zu Ende ist. Nee. Dann liegt auch das zweite Riesenrohr sicher auf der Bartsch. Und Norbert Kasunke hat es mal wieder in den Griff bekommen. So, dann schlagen wir auf der Bartsch an, ab und holen den hier einmal runter und schäkeln ihn einfach um. Hilft nicht. Na, wir müssen ihn dann einmal drehen. Scheiße. Mein, Scheiße. Ja, mein Konzept, was ich gemacht habe, okay, so geht das. Ja, war scheiße. Die Bartsch mit vier Rohren beladen wird rechtzeitig ablegen von der Schwerlastpier in Hafenbecken C. Der Rostocker Hafen ist ein gewaltiges Industriegebiet geworden mit Ölhafen, Tanklager, Fährterminal. Und alle Schiffe müssen durch das Nadelöhr zwischen den beiden Molenköpfen in Warnemünde. Aber dafür gibt es Vorfahrtsregeln und Seezeichen. Für die ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund zuständig. Außenstelle Rostock-Rosenort. Tonnenhof. Hier repariert Seezeichenmechaniker Norbert Zeglin demolierte Fahrwassertonnen. Aber wenn das alles schon so ein bisschen angegammelt ist, dann geht das irgendwie ein bisschen schwer. Die Kollegen vom Arbeitsboot haben ihm gerade den alten Tonnenkopf hingestellt. Den muss Norbert erstmal zerlegen. Hier sieht man alles. Entweder sind die Radarreflektoren verbogen oder die Paneele sind kaputt. Oder es passiert auch beim Transport, dass man Stecker nicht mehr ordentlich ist. Der muss ja auch wieder repariert werden. Es kann hier im Verteilerkasten noch was sein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Beziehungsweise so doll verformt, dass das alles wieder gerichtet werden muss. Das passiert auch. Nur wer da eigentlich dauernd gegen die Tonnen, Baken und Bojen fährt, bleibt meistens im Dunkeln. Ja, aber manchmal ist es so, dass es sehen ja, aber das fahren die trotzdem da manchmal ran. Das ist an was auch immer Wind, ob das nicht mitberechnet wird oder je nachdem, was passiert. Oder auch im Winter durch Eis wird auch vieles kaputt. Heile Teile werden aufgearbeitet und neu lackiert. Zerstörtes ersetzt. Meistens trifft es die Radarreflektoren. Sowas passiert auch. Das ist natürlich Schrott. Das wird dann erneuert. Da ist auch jemand gegengefahren. Mal kurz angetitscht, das ist ja bloß Alu hier und dann ist es verbogen. Norbert wundert sich über gar nichts mehr. Sowas zum Beispiel. Paneele kaputt. Selbst Batterien aus dem Inneren einer Tonne hat es erwischt. Tja, da ist auch an der Schwimmbarke jemand gegengefahren und hat die unter Wasser, wo praktisch der Einsatz ist, ist das alles kaputt gegangen. Da hat er mit der Schraube wahrscheinlich eingekriegt und dann sieht das so aus. Aber zum Glück gibt es ja Norbert und seine Kollegen vom Amt, die alles wieder auf Vordermann bringen. Gerade gibt es mal nichts zu tun für Bugsier 16. Den seltenen Moment der Ruhe genießt besonders Bootsmann René Baudisch. War ja nicht immer so entspannt in seinem Seefahrerleben. 5 Jahre hat er bei der Marine gedient, im Auslandseinsatz. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war eigentlich so der Piratenangriff am Horn von Afrika, wo uns dann auf dem Sonntagnachmittag Piraten angegriffen haben. Das war natürlich nicht so toll. Ja, das war eigentlich kurz nach der Mittagspause. Ne? Wir wollten dann so ein bisschen unsere Manöver da abarbeiten und dann kam Generalalarm und Besatzung auf Deckungsstation. Und ja, gut, dann standen wir da knapp 4 Stunden unten auf unserer Deckungsstation und wussten natürlich auch im ersten Moment nicht, was so richtig los ist. Aber nach und nach kamen dann Informationen durch und dann wussten wir, dass wir wirklich mit einem Marineschiff von den Piraten angegriffen wurden. Dennis! Ja? Kommst du mal bitte raus? Ja. Aber das Leben geht weiter. Auch an Bord von Bugsier 16. Lass uns mal noch hier hinten so ein bisschen das Deck so ein bisschen waschen, dass wir das irgendwie ein bisschen schier kriegen. Ne?
Ich höre schon mal einen Schrubber und so. Jo. Liegt der Schlepper in Bereitschaft, heißt das meistens klar Schiff machen. Und irgendwas zu putzen gibt es immer. Außerdem ist Dennis heute da, der Lehrling. Es ist kurz nach 10. René Baudisch muss gleich rein in die Kombüse. Bei Bugsier 16 ist der Bootsmann auch immer der Koch. Der Smutje ist nach dem Kapitän der wichtigste Mann an Bord, heißt es. Wenn das Essen nicht schmeckt, dann schlägt das schnell durch auf die Atmosphäre in der Mannschaft. Eine organisatorische Meisterleistung, um alles hinzukriegen. Bei der Größe hier. Was machst du heute zum Mittag, René? Chili con carne und für dich gibt's Buletten und Mischgemüse. Buttergemüse. Mir knurrt schon der Magen. Hau rein. Was? Geh los, der Herd glüht auf allen Platten. Hau rein. Jo. Captain Sigi Kempe hatte mal wieder extra Wünsche. Buletten mit Gemüse, aber ohne Kartoffeln. In der Seefahrt, sagt Sigi, muss man sich hüten vor zu vielen Kalorien. René will gut sein in der kleinen Küche. Nichts ist schlimmer als schlechte Stimmung auf dem Schlepper. Schließlich leben sie jeweils 14 Tage lang zusammen, 24 Stunden, auf engstem Raum. Die Mannschaft ist hungrig, obwohl es erst kurz vor 11 ist. Das ist hier richtig schönes fürs Auge auch. Dankeschön, dass ihr das so fein gemacht. Danke. Jedenfalls vom Optischen her. Ob es geschmeckt hat, zeigt ihr nachher. Wie nennt sich das? Das sieht aber lecker aus, danke schön. Nee, na. Bin ich froh, dass du mir sowas gemacht hast. Ja. Helmut Bade. Mir brauchst du nicht so viel Reis. Jetzt weiß ich auch, warum die Mexikaner damals ausgestorben sind. Wenn ich das sehe, glaube ich das auch. Ich glaube, wenn die sowas essen müssen, so guten Appetit. Das ist so schön. Jawohl. Gegessen und geschlafen wird an Bord nur, wenn Zeit dafür ist. Denn zu jeder Minute kann sich die Zentrale melden und Bugsier 16 rufen zu einem neuen Einsatz im Rostocker Hafen.